Ist das aus deiner Sicht glaubhaft? Also hat er das gut erklärt? Als er eben auch so gesagt hat, ja, das war ja vor meiner Zeit, war ja Upamecano und letztlich gab es für jeden Transfer dann irgendwelche Gründe? Also ich glaube schon, also bis auf Sabitzer, bei dem er ja wirklich auch dahinter war, dass der verpflichtet wird, der kam ja auch relativ zum Schluss der Transferperiode. Upamecano war davor schon fix, also den hatte Flick ja schon im Auge und dass er den Trainerstab mitnimmt, das ist auch legitim. Bis auf den Teampsychologen sind die ja immer mit ihm mitgezogen quasi. Aber natürlich, man merkt jetzt an den ersten Spieltagen schon, wie Leipzig das wehtut. Und die haben richtig Probleme. Also das sind drei wichtige Säulen, die weggebrochen sind. Und im Moment läuft das einfach noch nicht so gut. Aber um mal Thomas Müller zu zitieren, der ja im Interview gesagt hat, ja, ist doch klar, dass wir bei einem Club einkaufen, bei dem es auch gut läuft und nicht bei jemandem, der in der unteren Tabellenhälfte ist. Das ist logisch. Und dann müssen sich die Spieler natürlich auch nicht neu anpassen, sondern die kennen die Liga schon. Das geht dann natürlich auch alles viel schneller. Und es ist ja auch nichts Neues, ne? Also früher war es bei Werder Bremen mit Mario Basler, Andi Herzog. In Dortmund mit Hummels, Götze oder Lewandowski. Also es ist ja nichts Neues und es ist völlig legitim. Ich denke auch, das ist eigentlich Bayern-Tradition, da zu schauen. Und der internationale Markt ist überhitzt. Man schaut halt im deutschen Markt, da sind die Spieler vielleicht noch, die Bayern verstärken können, bezahlbar. Und dann ist es schon mal der direkte Konkurrent. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass bei RB ist ja eigentlich auch viel Geld da. Das ist jetzt eigentlich auch kein Club, der jetzt groß angewiesen ist auf Geld. Also natürlich, man will immer mit Transfers hohe Ablösen generieren, na klar. Aber das hat Julian Nagelsmann ja auch gesagt, dass Leipzig sich ja freuen kann, dass man quasi noch 15 Millionen in die Kasse gespült hat. Ich glaube, es gab ja auch mal die Gerüchte, dass Tottenham auch dran ist. Da ging es um 30 bis 40 Millionen, aber ich glaube, das war jetzt nicht realistisch. Von daher, natürlich, das kann man auch so sehen. Und das zeichnet große Mannschaften aus, dass du eben wenig Gegentore bekommst. Weil du kannst ja nicht immer davon ausgehen, dass deine Offensiven, und die sind natürlich zum Teil wirklich Weltklasse bei Dortmund, dass die jede Woche oder Woche für Woche drei oder vier Stück schießen. Das kriegen auch die nicht hin. Und dann hast du ein Problem. Wenn du natürlich so wie gestern drei kriegst, vier schießt, ist alles okay. Aber irgendwie ist doch nichts okay. Weil du musst die Zahl senken auf jeden Fall. Also nochmal neun nach vier Spieltagen, too much. Ja, die also Offensive gewinnt Spiele, die Defensive die Meisterschaft. Und jetzt ja, endlich darfst du was reinwerfen. Mal zu dir. Ja, wenn wir das Thema jetzt schon angetextet haben, dieses tolle Spiel. Vor allem, es ist wieder einmal diese Perversion des Fußballs, die durch Funktionäre betrieben wird, die einmal bei dem Fan oder bei den Fans so dermaßen schlecht ankommen, weil es tatsächlich alles das widerspiegelt, was der Fußball halt nicht sein soll. Ne? Diese Überkommerzialisierung, dieses immer mehr alles auspressen, bis wirklich kein Tropfen mehr rauskommt. Das ist ein Eingriff in die DNA des Fußballs und macht dieses Spiel wirklich nachhaltig kaputt. Ja. Willst du gelten, mach dich selten, hat Nagelsmann gesagt. Endlich, endlich noch mal Geld. Ja. Wir reden ja auch schon ständig hier über das Thema Belastung. Dann käme ja dann noch mal.